Hi, 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 Leute! Zurück hier bei Mad TV sind wir. Penetica spielt mit dir und es ist Folge 5, glaube ich. Und wir gehen zu unserem Chef. Da sind sie ja endlich, Junge, dessen Namen nicht ausgesprochen wird. Wurde auch Zeit! Ich habe das Gefühl, der wiederholt sich, der Mann. Naja, alles in allem Anien, Job nicht absolut schlecht. Kümmern Sie sich besser um Ihren Job. Sonst fliegen Sie. Worauf warten Sie noch? Fangen Sie an! Bin ja dabei! Ei, 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 schlimmer Chef. Ei, 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 muss auch mal sein. So. Ja, jetzt würde ich gerne Nachrichten machen. Geht aber nicht, weil wir haben nicht genug Geld. Ich habe gestern Abend nicht genug aufgehoben, um heute tolle Nachrichten zu senden. Deshalb können wir das hier jetzt mal erst sowieso alles wegmachen. Anschlag auf Botschaft der Freien Republik Duban. Terrorist irrte sich in der Tür, ist hier die, die ich hier in der Hand habe. Aber welche Tür er jetzt denn dann am Ende gesprengt hat, haben wir leider nicht mehr mitbekommen. Schade, Parkett in Pretoria zu Ehren von Ed Koch. Ach, Bankett, Parkett. Parkett in Pretoria. Ich hatte mich gerade schon gefragt, was das hier für ein Parkett zu Ehren von Ed Koch. Findet ihr das auch so lustig? Wahrscheinlich nicht. Gouverneur von Georgia. Greenpeace soll sich nicht einmischen. Ja, Greenpeace. Diese Schweine. Gut, dass wir auch green sind. Wir sind voll der Ökosender hier. Voll Öko, Alter. Jetzt gucken wir mal hier. Dark Star läuft von 18 bis 20 Uhr und wir haben noch dafür keine Werbung. 2,5 Mille. Ich glaube nicht, dass wir das schaffen, ehrlich gesagt, bei Dark Star. Wir können das natürlich anpeilen, es wird uns aber nicht helfen. Ich weiß jetzt aber gerade auch nicht so genau, Geld haben wir eh keins. Jetzt gehen wir mal in die Werbeagentur und gucken mal, was passiert, wenn er loslegt, der Film. Man hätte mal die Zeit ein bisschen schneller machen können jetzt. Dann müssten wir jetzt hier nicht so lange warten, so Schlange. Guck hier, jetzt zeige ich euch das, wenn wir jetzt eh warten müssen. Oben im Roten steht SSI, dann kommt ein graues Feld, da steht wieder irgendwas, dann kommt wieder ein hellgraues Feld, wo was steht. Und darunter, wo mindestens 5 Mille steht, steht hinten dran, Z ist gleich 39%. Und diese 39% da hinten in dieser Klammer, das stellt das Image dar, das man braucht, um diesen Werbespot senden zu dürfen. Wir dürfen diesen Werbespot also nicht senden. Ach, guck mal, wir haben 1,2 Millionen für hier Nachrichten, obwohl wir die Nachrichten von gestern senden. Aber kann das sein, dass heute der... Was wird denn heute für ein Emmy vergeben? Nachrichten oder Kultur? Was hat er denn gesagt? Ich hab's vergessen. Das ist natürlich jetzt ganz blöd. Hätte ich auch einfach nochmal in die alte Aufnahme gucken können. Es gibt hier keine Werbung für uns, die wir jetzt senden können. Das ist auch sehr blöd. Wir nehmen halt dann einfach vielleicht wieder Eskal. Fünf Spots will ich nicht. Will ich nicht! Alles andere ist viel größer, also nehmen wir halt hier wieder Eskal, das bringt uns wenigstens 30.000. Dann sind wir mal aus den Schulden raus und können vielleicht zwei, drei neue Nachrichten uns reinkloppen da ins Programm. Jetzt gehen wir mal ins Büro vom Jungen, dessen Namen nicht mehr ausgesprochen wird. Wer übrigens nicht weiß, warum das immer gesagt wird, der sollte sich mal Folge 2 dieser Mad-TV-Serie hier angucken. Da erkläre ich das kurz. Warum dieser Name nicht mehr ausgesprochen wird von dem Jungen. Das ist nämlich sehr peinlich, der Name, den er hat. Wenn man ein bisschen sprachbegabt ist. Was ich anscheinend nicht bin, sonst hätte ich es ja gewusst. Ich hab's aber nicht gewusst. Ah, wisst ihr, was wir natürlich auch machen können? Wir könnten unsere alten Filme verkaufen. Könnten wir. Den hier verkaufe ich nicht, den behalte ich. Wargames können wir verkaufen und hier diesen ätzenden Dress to Kill können wir verkaufen. Dann haben wir doch gleich ein bisschen Knete. Da können wir doch gleich ein bisschen Nachrichten machen. Ach Mensch, hätten wir vielleicht gleich machen sollen. Blöd. Der hat, das ist auch so ein Freak hier. Das sieht man sofort, was das für ein Freak ist. Star Wars Wargames. Also nicht, dass wir irgendwie Freaks wären, aber er ist ein Freak. Leute, die Let's Plays machen oder gucken, sind ja schließlich keine Freaks. Ist ja ganz normal. Ganz normal. Ich glaube, es ist ganz normal. Komm, renn, Junge, renn. Wir wollen zum Mr. Chubble. Bubble. Mr. Bubble. Der kaut hier auch die ganze Zeit auf irgendwas, ne? Redet der oder kaut der Kaugummi, der Mann? Und hier will mal wieder die Musik nicht so richtig durchstarten.
Nuts, durchgedreht. Edelnutte Barbara Streisand wird des Mordes angeklagt und fliegt vor der Einweisung in die Heilanstalt. Oh, Ferris macht blau, der ist auch so lustig. Jetzt kommt gerade nochmal hier, scheiße. News, ohne dass ich was geändert habe, sehr bescheuert. Leider war das jetzt ein bisschen wirklich sehr bescheuert. Der hat 1,0 und der hat, ja gut, die haben aber weniger als wir jetzt gehabt. Und wir haben für Dark Star jetzt ein bisschen eine Steigerung in der Einschaltquote. Jetzt machen wir erstmal hier Nachrichten. Hier ist Parkett für Ed Koch, der Gouverneur und Massendemonstration in Somalia. Okay, jetzt haben wir wenigstens mal neue Nachrichten. Das muss schon sein, so. Okay. Ja, jetzt ist es gerade so ein bisschen, können wir gerade nur warten. Jetzt gehen wir mal hier zum Aufzug, Fahrstuhl, Gedönse und gucken mal, was wir jetzt geschwindig tun. Was könnten wir denn machen? Guck mal hier, wie diese, ich habe Hunger. Und die pfeift sich da, was ist das? Popcorn wahrscheinlich. Pfeift die sich da pausenlos ein und ich habe Hunger. Ich muss hungern und Durst habe ich auch. Das Leben einer Let's Playerin. Ein Leben aus Leid, Missgunst und Mangelernährung. So, wo fahren wir hin? Wo fahren wir hin? Wo fahren wir hin? Wo fahren wir hin? Vielleicht in das Psychiaterbüro? Vielleicht gehen wir mal zum Psychiater. Vielleicht sollte ich heute auch mal zum Psychiater. Oh. Na, das ist mal eine Party hier. Was hat der da? Das sind hier so Anschlagstängels und die lustige Mitte mit Gabeln drin. Das bin ich. Das hier bin ich. Das ist das LP-Karussell. Wer ist das? Weiß ich nicht. Das ist unser Arzt. Ich geh mal lieber raus. So, wo fahren wir jetzt hin? Eigentlich wollte ich sagen, der liebe LP-Karussell nimmt mir das bestimmt nicht übel, oder? Nimmst du mir nicht übel, ne? Nein, machst du nicht. So, ich fahre jetzt wieder ins Büro. Warum, weiß ich nicht genau. Vielleicht kann man da was gucken. Vielleicht können wir auch mal kurz die Zeit ein bisschen beschleunigen. Dass es hier mal ein Stück gibt und dieser Werbespot hier endlich läuft. Was ist das überhaupt? 2,5. Und wir gucken jetzt auch mal, wie es aussieht mit dem Image. Ah, toll, wir hatten heute gleich zum Anfang mal wieder Imageverlust. Er hat schon wieder 2 Image-Steigerungen, dieser blöde, rote Saftarsch. Dark Star, Science Fiction, 2. Block von 2. Super. Unser Image. Ja, das ist echt ärgerlich. Jetzt haben wir gerade wieder, oh, siehste, jetzt könnten wir so eine super Werbung nehmen, haben aber leider zu wenig Image dafür. Das ist halt voll ärgerlich, dass unser Image so schlecht ist. Ich meine, jetzt kriegen wir gerade einen Imagepunkt dazu, aber der macht halt den Bock jetzt leider nicht so fett. Wenn der Bock fetter wäre, könnten wir uns jetzt da oben einen 5er Werbespot holen. Der zeigt schon wieder die glorreichen 7, zeigt er auch öfter. Und hier haben wir Ben Hur. Ja, die haben gerade mal die Hälfte unserer Einschaltquote und auch die Prozent sind wesentlich schlechter als unsere. Guck mal hier, wir haben fast die Hälfte der Einschaltquote, 45%. Also Star Wars verkaufe ich auf keinen Fall. Nicht einen dieser beiden Filme. Ja, das wäre super hier. China-Wok, aber Achtung! Aufgrund deines Images wird dir der Spot China-Wok verweigert. China-Wok ist nämlich ein Spot, den könnten wir jetzt raushauen, hätten 120.000. Geht aber nicht. Das geht nicht. 3 Spots in 2 Tagen, bitte keine Actionfilme. Das könnte auch gehen. Das ist ja Science-Fiction hier. 3 Spots, ist der 3 oder 2 Dinger lang? Ach komm, wir haben eh keinen Actionfilm. Nehmen wir jetzt mit. Machen wir mal den jetzt. Komm, lauf, Forrest. Wir brauchen auch unbedingt noch einen Film für nach hier, Dings, Star Trek. Star Trek. Dachte, das ist Star Trek 2, der Zorn des Khan. Uns fehlt nur der erste, glaube ich, ne? Vielleicht gibt's den ja. Vielleicht hat er den ja verkauft. Vielleicht gibt's den ja jetzt in der Filmagentur Stuart J. Bubble. Nee, wie heißt er? Chubble. J. Stuart Chubble, so rum. Ich habe das wegen dem Homer J. Simpson wahrscheinlich nach hinten gesetzt, das J. Oh, es ist, oh, ups. Ich weiß nicht mehr, ob heute der blöde Kultur-Sammy, Emmy, wie auch immer er heißt, vergeben wird. Wir haben hier immer noch Problemwirtschaft. Der läuft vielleicht gar nicht so schlecht hier, mal zwischendrin um 22 Uhr. 2,5 Millionen Einschaltquote bringt er uns wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt, aber... Vielleicht ein bisschen was. Ach, die frisst und frisst und frisst und ich friste ein Leben der Entbehrung. Ein entbehrungreiches Dasein friste ich.
Jetzt ist da schon einer drin. Macht Schraus. Hatschi. So. Natz. Können wir uns leisten? Das können wir uns jetzt alles hier leisten? Komödie, Komödie. Krimi, der einzige Zeuge. Zwei Blocks könnten wir heute Nacht zeigen. Weiß ich aber nicht, ob Krimis nachts. Konzertmitschnitte aus der Europa-Tournee. Konzert könnte nachts vielleicht gut laufen. Oh, nochmal Science Fiction. 2001, Odyssee im Weltraum. Ist allerdings drei Blocks lang. Übrigens ein super Film. Super duper Running Man. Stephen King-Verfilmung mit dem mimisch begabten Schwarzenegger in der Hauptrolle. Oh Gott. Okay. Brauchen wir das? Oh, die Rocky Horror Picture Show. Die nehmen wir auf jeden Fall mit. Rocky. Rocky. Was nehmen wir denn für morgen? Oh, wir kaufen jetzt mal Bettys Kultur heute, würde ich sagen, um die Betty irgendwie mal glücklich zu machen. Und, ach gut, so viel haben wir gar nicht mehr. So viel haben wir gar nicht mehr. Ich biete jetzt hier mal auf Bettys Show. Das macht die sehr glücklich, wenn man die sendet. Wollen wir Ferris macht Blau noch mitnehmen für morgen? Aber der ist, läuft nicht so, sieht nicht so gut aus. Der einzige Zeuge könnten wir uns nicht leisten. Das Prince können wir uns auch nicht leisten. Odyssee im Weltraum können wir uns leisten. Ach komm, dann nehmen wir doch Odyssee im Weltraum noch mit. Super. Das ist vom... Ist das vom Kubrick, ne? Ja, ich glaube schon. Oder? Doch. Doch, ich glaube schon. I think so. I'm nearly sure. So, auf geht's. Komm, komm. Lauf, lauf. Der Opa will Nachrichten sehen gleich. Der wartet eigentlich nur auf die Nachrichten. Der interessiert sich gar nicht wirklich für Star Trek. Der will hier nur seine Kinder rügen, was sie für eine Scheiße gucken, seine Enkelchen, und dann will er Nachrichten sehen. Und es gibt aber keine neuen Opas. Tut mir leid. Es tut mir leid, Opa. Geh dir halt in der Zeit vielleicht nochmal den Bart in die Länge ziehen oder so. So. Gehen wir in Büro. Weiß ich nur nicht, was wir machen in Büro, aber wir gucken auf jeden Fall jetzt mal nochmal nach Image. Was macht dem Image? Ah, haben wir zweimal gewonnen jetzt. Sehr gut. Sehr gut, sind wir bei 35. Anscheinend hat der Rote auch ein bisschen... Nee, der verliert einfach nie einen. Guck mal, er hat heute schon voll abgekackt. Oh, 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 wir haben noch gar keinen Film. Ach, kommt ja erstmal Problem Müllwirtschaft. Oh, ich bin jetzt erschrocken. Was zeigen wir denn jetzt heute Abend? Wir haben ja auch noch Dark Star. Wieso habe ich den nicht verkauft? Den brauchen wir auch keinen... Den braucht ja auch kein Mensch. Hä? Ach, Sonstiges hatte ich gekauft. Die Rocky Horror Picture Show, die zeigen wir lieber jetzt. Und Problem Müllwirtschaft dann heute Nacht. Oh, sehr gut. Sehr gut. Super Entscheidung. Machen wir da Nipponix. Nipponix. Vielleicht kriegen wir es fertig, Nipponix. Es wäre natürlich supi. Supi palupi. Und morgen haben wir jetzt auch schon Filme. Filme, Filme, Filme. Wir haben so viele Filme. Wir haben hier wirklich viele Dingsfilme hier. So Science Fiction. Ich bin der Science-Fiction-Sender, obwohl ich selbst so als Mensch, als Persönlichkeit, stehe ich gar nicht so auf Science-Fiction. Nee, nee, nee. Also den könnten wir eigentlich schon wieder zeigen. Der macht bestimmt noch mal was her. Ach so, aber der passt da jetzt gar nicht mehr rein. Wenn wir den hier unten noch mal hinmachen würden. Aber jetzt gucken wir mal. Gucken wir mal, vielleicht kaufen wir ja morgen auch was Neues. Wenn es jetzt hier noch mal gut Knete gibt... Falls es jetzt hier da nochmal Knete geben sollte, machen wir das auf jeden Fall. Wie sieht es denn jetzt gerade aus mit dem... Also verloren haben wir gerade schon mal keinen. Aber gewonnen haben wir einen. Guck mal. Jetzt wird's alles gut. Es wird alles gut. Wir haben heute mal nicht ins Klo gegriffen. Das ist heute ein Tag der Erfolge bis jetzt. Gut, Problem Müllwirtschaft reißt uns dann wahrscheinlich nochmal... Schießen wir uns nochmal ins Knie mit. Aber sonst, ich mache jetzt mal die Zeit ein bisschen schneller. Ich will nicht immer so lange Folgen hier machen. Bei diesen DOS-Spielen. Das dauert immer so lang zum Hochladen. Jetzt gucken wir nochmal nach Nachrichten. Nischt. Ich will auch der Betty endlich mal was schenken jetzt. Lauf mal zu, Junge. Wir gehen jetzt mal schnell. Aber jetzt habe ich die Zeit schnell gemacht. Ob das klug war jetzt? Ja gut, das ist, geht ja jetzt noch einen Block. Ja, das schaffen wir schon. Gehen wir mal in den Supermarkt. Oh. Ach so, das sind jetzt nur die Nachrichten. Ich erschrocken. Ich weiß nicht, ob heute der Nachrichten-Emmy vergeben wird. Gerade so 2,5. Passt das noch? Nein, Kacke. Wir haben Einschaltquote 2,45. Kacke, raus hier. Ah, jetzt haben wir es nämlich schon versemmelt. Ah. Los, 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 los. Aufzug, Aufzug, Aufzug. Komm, komm, komm. Gehen wir jetzt erst ins Büro und machen die Zeit langsam. Ich glaube, das machen wir jetzt. Wir gehen jetzt erst ins Büro, machen die Zeit ganz langsam und dann rennen wir und holen uns einen anderen Werbeauftrag. Wir haben nämlich keinen.
Da wird's mir ja gleich ganz anders. Oh Gott, das schaffen wir nicht. Wir schaffen das nicht. Das gibt bestimmt 10.000 Imagepunkte Abzug, wenn wir das versemmeln jetzt hier halt Zeit langsam. Am liebsten würde ich sie anhalten. Aber das geht nicht. Wir haben keine andere Werbung. Wieso hat der denn jetzt 2,45? Was soll denn der Scheiß jetzt? Das ist doch echt Kacke. Der könnte doch jetzt auch einfach... Diese 500, nee, doch 500 fehlen nur. Komm raus da, du Spongo. Da ist der Archie drin, der... Ich hab ihn reinlaufen sehen. Was macht der denn da drin? Der tut dem schnell... dem Archie oder was hier? Hab ich das gerade wirklich gesagt? Jetzt gucken wir hier... Wir brauchen schnell was. Wir brauchen schnell was. Zwei, das ist alles zu viel. Wir brauchen... Oh Gott. Wir nehmen einfach, oh Gott, 5 Spots, das ist Katzenfutterwerbung. 5 Spots Katzenfutterwerbung musste ich jetzt hier annehmen. Komm schon. Nein. Wir haben es nicht geschafft. Die Werbung läuft schon, wir haben es nicht geschafft. Oh, jetzt haben wir einen Haufen Katzenfutterwerbung hier und haben das nicht hingekriegt. Oh, jetzt können wir gleich das hier wieder schnell machen. So ein Käse. Und auch noch schlechte News. Oh Gott, morgen haut uns der Raffer direkt die Zähne raus. 1,4 Millionen. Hm. Oh, da muss ich mich jetzt gleich mal hier am Kopf reiben. Oh, wie doof. Ach, das ist ja echt doof. Ist ja das. Doof. Wir haben morgen fürs Programm nichts. Habe ich die Zeit wieder schnell gemacht gerade? Was habe ich denn gerade gemacht? Ach, ich bin ja ganz verwirrt. Die Sendung ist gleich auch schon wieder zu Ende. Also hier unsere Sendung, meine ich jetzt. Ja, nein, das machen wir nicht schon wieder so. Morgen haben wir am Anfang kein Programm und machen da die Zeit wieder schnell. Ich verraff's wieder, nehm 10.000 Mal auf. Nee, nicht schon wieder so. Das hatte ich vor kurzem erst. Brauche ich nicht nochmal. So, was haben wir denn hier? So viel will ich nicht. Darkstar geht hier über den Äther. 2001 läuft morgen und die beiden, die behalten wir. Die behalten wir. Ich will mal gucken, vielleicht können wir uns ja noch eine Kleinigkeit leisten für morgen. Für den Vorabendblock. Ich hätte ja schon gern mal eine Serie. Ich hätte am liebsten Alienation, das ist die beste Serie. Das ist halt auch Science-Fiction-Serie. Ja, aber die kriegen wir ja nicht. Die gibt's ja hier immer nicht. Gibt's hier nicht. Taxi-Driver, Alter, wir haben kein Geld. Kacke. Flipper. Nee, wir können uns gar nichts kaufen. Dann behalten wir Darkstar bis morgen. Ja, und machen dann morgen. Jetzt gehen wir nochmal kurz ins Büro. Ja, machen dann morgen Dings da. Ihr wisst schon. Es ist ja hier schon finito. Guck mal an. Es ging aber jetzt schnell. Wir haben doch die Zeit gar nicht ausgemacht. Naja gut, wir fahren ja jetzt nur noch hier runter. Ich muss mich verabschieden. Macht's gut. Übermorgen nächste Folge Matt TV, morgen Dynatec. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.